Hallo, mein Name ist Helmut, komme aus Tirol und ich zeige in diesem Video, wie man diesen Klassiker der Bee Gees als Instrumentalstück auf einer akustischen Gitarre spielen kann. Kapodast habe ich am zweiten Bund. Ich beginne mit dem Intro, spiele es bis zu dieser Stelle hier, in langsamem Tempo. 3, 4. Noch einmal 3, 4. Jetzt kommt dieser Haufenteil. 3, 4. Jetzt kommt die Überleitung zur Strophe. Ich spiele jetzt noch einmal die ersten 4 Takte. Mittleres Tempo, 3, 4. Jetzt geht's in die Strophe. Wiederhole jetzt die komplette erste Zeile mit dem Intro. 3, 4. Weiter. Jetzt bin ich schon beim ersten Schluss. Und von hier weg wiederhole ich. Ich spiele es jetzt von hier weg, von 0,2. Bis zum Ende des ersten Schlusses. Langsames Tempo. 3, 4. Wiederhole ich diesen Teil und spiele dann den zweiten Schluss. Ich spiele jetzt von der Wiederholung, also von hier weg, den zweiten Schluss etwas schneller. 3, 4. 3, 4. Und beim zweiten Schluss spiele ich dieses C, dann klopfe ich ganz leicht auf die Saiten, dann kommt wieder C. Und jetzt geht es weiter mit diesem G hier. 3, 4. Und jetzt kommt der Schlussteil. Ich muss vielleicht noch einmal von diesem G weg. 3, 4.
Laune habe. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen verständlich erklärt. Ich wünsche viel Spaß mit dieser tollen Nummer der Bee Gees und bis zum nächsten Mal.